Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Kornhub. Ich grüße euch. Wir schauen uns jetzt die Map Farmville Island an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Farmer Rabbit, oder Rabbit in dem Falle. Gibt es nur für PC/Mac. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um auf dieser Karte spielen zu können. Und der ein oder andere würde ich so sagen, mal wieder an den No Man's Land Verschnitt. So ungefähr. Ihr seht, wir sind hier auf einer Insel, ne? Und die Karte hat auch eine gewisse Story, die jetzt nicht wirklich viel zum Spiel per se beiträgt, aber ich kann sie euch ja mal ganz grob erzählen. Und zwar, wir sind in der nahen Zukunft, der Klimawandel hat richtig reingeschallert, ne? Und deswegen gibt es massive Klimaveränderungen in Mittel- und Südeuropa, die zu Überschwemmungen geführt haben. Und wir sind jetzt danach, nach dieser ganzen Katastrophe, die Roland Emmerich persönlich inszeniert hat. Und wir sind jetzt dementsprechend auf einer Insel und aufgrund des gestiegenen Meeresspiegels sind wir jetzt mehr oder weniger dafür verantwortlich, hier auf dieser Insel wieder Felder und Landwirtschaft zu betreiben, um irgendwie die Weltbevölkerung dementsprechend zu ernähren. So, und das mal ganz minimalistisch. Runterzubrechen. Wenn das einer verfilmen will, die Rechte könnt ihr bei dem Modder anfordern. So, und so sieht das Ganze im Endeffekt aus. Und es ist so eine Art No Man's Land Geschichte, denn ihr habt auf der Karte bis auf ein Feld, was nicht wirklich ein Feld ist, hier nichts. Ihr habt Sektoren, aber ihr habt keine Ackerflächen, ihr habt keine Produktion, ihr habt gar nichts. Also wirklich nicht. Ne? Wir haben an den Sektoren 27 Stück an der Zahl. Modder gibt es jetzt als 27 Ackerflächen per se mit an, aber es sind halt keine Ackerflächen, es sind halt Sektoren, weil wenn man jetzt zum Beispiel hier im Menü reinschaut, ne, was halt als Feld-IDs angegeben ist, seht ihr, es gibt keine Feld-IDs in dem Sinne. Deswegen das dazu. Es gibt 27 Sektoren. Es ist eine flache Karte, die mit angegeben worden ist. Es gibt, und das ist so ein Übersetzungsding, 3 für Wasser oder platzieren Sie Ihre eigenen Wasserquellen. Es ist nicht möglich, Wasser aus dem Meer zu entnehmen. Es gibt einen Selling Point, der alles annimmt. Also sprich, es gibt eine ganze Verkaufsstelle mit dazu. Es gibt einen Tierhändler. Und es gibt ein Farmhaus und das ist es in dem Fall gewesen. Keine Multifrüchte, wie gesagt, keinerlei Produktion, ein Verkaufspunkt, der alles verkaufen heißt und das ist es gewesen. Nun, wir starten hier oben mehr oder weniger zentral in der Mitte, wo Viehhändler, Tankstelle, der Verkaufsstelle und der Fahrzeughändler mit dabei ist. Das sieht dann einmal dementsprechend hier so aus. Ja. Relativ simpel gehalten, beziehungsweise alles hier Standardgebäude oder Elemente aus dem Standardspiel halt entnommen und halt hier mit hinplatziert. Gut, wir haben jetzt noch eine Farmauto hier, alles ist schick schön und der Rest der Karte sieht dann for real halt dementsprechend hier so aus. Also sprich, es ist Wiese, Wiese und Wiese mit dazu. Ansonsten ist da auch nicht viel. Es gibt noch ein paar Bäume, um ein bisschen Holz irgendwie zu machen. Habt ihr kein Sägewerk, gut, könnt ihr dementsprechend platzieren. Und es gibt dann hier halt dementsprechend solche Feldwege, die führen dann einmal um die Karte rumrum. Hier müssen wir über so eine Brücke. Und dann ist hier unten, ja, ich nenne es mal unser Hof. Ne? Da haben wir unser Farmhaus hier. Da haben wir eine Unterstellhalle. Wir haben einen Drescher, wir haben einen Traktor, wir haben einen Hänger, wir haben eine Saatmaschine, wir haben einen Grubber und so, ne, bla. Das ist es dann aber auch gewesen. Mit dazu, hier haben wir dieses schon eine Feld, ne, was halt in den Sektor hier mit reingehört. Ist allerdings verdorrt, ne, also um nochmal die Dramatik des Klimawandels dementsprechend, denke ich mal, darzustellen, interpretiere ich jetzt rein. Es gibt diese Wassertürme, 3 Stück an der Zahl, das ist das, von was 3 für Wasser geredet worden ist, ne? Oder ihr müsst halt eigene Wasserquellen halt aufstellen, weil hier, wie gesagt, außerhalb könnt ihr kein Wasser mitnehmen. Ansonsten ein kleines Bötchen, ne? Und dann Wiese, Wiese, Wiese und ein paar Bäume mit dazu. Das Ganze ist auch für die Sektoren selber, ihr seht, das sind riesige Sektoren hier, kosten auch dementsprechend immer mal ein bisschen Geld, gerade die äußeren Bezirke. Da sind ein paar Bäume drauf, die könnt ihr umklatschen und ansonsten ist das eine leere Karte. Ne? Also eine Wiesenkarte in dem Falle, die dann hier hinten durch das Wasser mehr oder minder abgetrennt wird. Warum sage ich mehr oder minder? Die unsichtbare Wand kommt hier. Also ihr könnt auch, wenn ihr nicht aufpasst, dementsprechend hier ins Wasser reinklatschen und dann ist Feierabend. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Und es ist halt, wie gesagt, im Spielstil der No Man's Land. Man muss es halt immer auf die No Man's Land beziehen. Es war mit, glaube ich, einer der ersten Karten, die das so proaktiv vorangetrieben haben, beziehungsweise die in dem Sektor da erfolgreich waren und ihre Leute dafür begeistern konnte. Ja, ansonsten seht ihr ja, leer, 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 leer und nochmals leer. Um da auch ehrlich zu sein, viel vorstellen kann man ja nicht, ist halt leer.
Ihr könnt hier Felder anlegen, ihr könnt hier Produktionsdinger hinklatschen, ihr müsst halt alles in dem Falle selber machen. Dazu sei gesagt, im Baumenü unter Malen habt ihr hier die Möglichkeit, Felder zu malen. Na, also gut, ihr solltet das vorher vielleicht ein bisschen hier ne, wegkreiden und so, also die Wiese irgendwie wegmachen, ist klar. Und dann könnt ihr hier Felder dementsprechend mit reinmalen, sodass ihr das wenigstens schon mal nicht mit einem Fluch machen müsst. Na, also das ist da schon mal ganz cool. Ihr habt auch generell hier relativ viele Bodentexturen mit am Start, die ihr hier mit bemalen könnt, die ihr jetzt so im Standardspiel in dem Falle nicht hättet. Das ist ganz cool, gerade so was Waldböden und so hier mit angeht oder auch hier so ein bisschen steinmäßig alles, ne? Also da könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen damit rumprobieren und ein bisschen austoben und so. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Aber das ist halt eher, die Karten sind wirklich sehr nischig und wirklich nur für Leute, die halt wirklich Bock haben, sich von Grund auf was Eigenes aufzubauen, aber halt zum Beispiel nicht modden können, nicht im Giant-Editor irgendwie eine Map erstellen können und das Ganze dann halt über die Spielmechanik hier drin halt machen. Ist aber, wie gesagt, ein sehr nischischer Spielstil. Deswegen denke ich mal, für die wenigsten von euch, für die wenigsten insgesamt, ne? Was auch vielleicht für den einen oder anderen doch hier eine nette Karte, wie gesagt, die Story über den Klimawandel und hier Veränderungen, Überschwemmung, man sieht es leider nicht. Ne? Story ist ja immer textlich gesehen immer eine coole Sache, wenn man hier irgendwas optisch da sehen könnte, keine Ahnung, irgendwelche Ruinen im Wasser oder whatever, ne? Was weiß ich, was man da nicht alles machen könnte. Ne? Und wenn es nur Deko ist, muss ja keine Funktion haben. Ne? Wäre noch cooler, aber so ist es halt einfach eine Insel mitten im Nirgendwo. Und mit viel Wiese. Wer Bock hat, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wer Bock hat, kann sie sich downloaden. Lok ist sauber, aber gut, hier ist auch nicht mehr viel drauf, was irgendwie auch Probleme machen könnte. Das ist, glaube ich, jetzt die mit einer der schmalsten Karten, die ich hier vorgestellt habe. Wir reden hier von 41 MB. Und dadurch, dass hier keine Zusatzmods dazukommen, sind es auch nur 41 MB. Also von daher, ja. Wenn ihr Bock drauf habt, ladet sie euch runter. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich glaube, das war die kürzeste Map-Vorstellung, die ich hier gemacht habe. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüttelü.